Hallo Freunde des guten Geschmacks und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Geizsämen leicht gemacht. Ich bin der Mentor von den Junkie Monkeys und wir wollen uns heute auf Scotch Earth einen sogenannten Tony Dragon zähmen. Das ist dieses kleine Viech, was da hinten rumläuft. Soll angeblich sehr aggressiv sein und das werden wir jetzt gleich mal feststellen. Aber ich werde mich der ganzen Situation natürlich nicht alleine widmen. Ich habe unseren Tech und unsere Anna wieder dabei. Hallöchen. Hallo. So, ich würde sagen, wir greifen da einfach mal an und gucken mal, was passiert. Der wird anscheinend, also Anna sagt, er wird angeblich mit dem Kibbel gezähmt, aber bei den letzten zwei Malen ging das auch schon in die Hose. Also wir hoffen mal, dass es diesmal wirklich so ist. Ne? So, und der Tech hat schon drauf geschossen und der Tony Dragon, der schießt so eine Stacheln. Tötet den jetzt nicht. Nee, nicht mehr schießen. Und er fällt. Und da kommt noch schon sein Kompagnon, der ist ein bisschen angefressen. Der zweite ist tot. Der zweite ist tot, aber einen haben wir am Boden liegen. Der ist betäubt. Und da werden wir gleich mal gucken. Zack. Oh, der ist sehr, sehr, sehr dolle angehittet. Alter Schwede, du. Ein Windhauch und der ist tot. Okay, wir werden jetzt erstmal das Narkosemittel reinschmeißen. Und Kibbel habe ich jetzt hier unten noch auf der 0 liegen. Das hauen wir da jetzt auch gleich rein. Oh, der ist aber, den hast du aber dolle angehittet, Baby. Halt dich fest. Gut, Level 95. Da hast du wieder mit deiner Hardcore-Armbrust drauf rumgeprügelt. Der andere war bestimmt auch gerade männlich, ne? Habe ich nicht drauf geguckt. Ja. So, die Anna hat auch irgendwo bestimmt einen Drachen für uns für den Tony Dragon rumliegen. Dein Sattel meinst Den Sattel. Den Drachen für den Tony Dragon. Den Sattel für den Tony Dragon. Aber natürlich. Ach, meine Eule steht noch auf Folgen. Das müssen wir mal schnell ändern. Der geht mir nämlich ganz schön auf Eier hier. Ey, du, komm mal mit. Hier hin. Ich tue ihn dir ins Inventar. Sehr gut. So, dann werden wir mal kurz unsere Eule einmal ausschalten. So, einmal notlanden, Dicke. So, und die bleibt jetzt auch stehen, wo sie ist. So, dann schauen wir mal. Wie sieht denn das aus? Hungertechnisch bei dir, mein Freund. 90 weniger Frister, wir haben gerade mal 40 runter. Das wird auch einen kleinen Moment dauern. So, der Tony Dragon Sattel, der sieht natürlich ein bisschen kurios aus. Im ersten Augenblick könnte man sagen, den haben irgendwelche Chinesen zusammengenagelt. Ja, er ist aber so. Ne? Ja, Anna muss gleich wieder lachen. Er sieht wirklich komisch aus. Er sieht aus wie so ein Zelt oder so. Keine Ahnung. Ne? Aber der Tony Dragon, der hat auch noch ein paar Vorteile. Und zwar, der Tony Dragon hat wieder Argentavis. Das ist eine mobile Werkbank. Das ist schon mal ganz geil, wenn ihr mit dem unterwegs seid. Und der kann auch, habt ihr ja gesehen, als die versucht haben, den zu zähmen hier gerade, der kann so Stacheln schießen. Mit seinem Schwanz. Und die betäuben. Ich denke mal, das ist auch ganz interessant. Die betäuben. Okay, das wusste ich noch nicht, dass sie betäuben. Dann brauchen wir demnächst kein Narkosemittel mehr. Hier keine Narkosefälle mehr. Können wir mit Tony Drink machen alles. Oder meinst du, das geht nicht? Rein theoretisch schon. Rein Es dauert nur theoretisch ein schon. Weilchen wahrscheinlich. Dauert nur ein Und Weilchen. das könnte den Dino töten. Ach, jetzt sollen sie sich so anstellen, die Dino. Der hier ist ja schon fast tot. Ne? So, dann werden wir den jetzt hier gleich erstmal mal gucken, was sich jetzt hier jetzt gleich ergibt. Jetzt fress doch endlich mal, du fette Bazille. Und der hat Gewichtsvorteile. Ja? 50% auf Stroh, Faser, Stein und Stein, Holz. Stein und Stein und Holz. Okay. Nein, okay, also Gewichtsvorteile sind schon mal ganz vorteilhaft. Wie sieht es mit Metall aus? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Nee. Schade eigentlich. Bei Metall hat ja eigentlich nur der Ankylo-Gewichtsvorteil und der Argentavis. Aber der Toni drängt leider nicht. So, was ist denn jetzt, du Fettsack? Das dauert wieder einen kleinen Moment. Schade, dass er den anderen getötet hat. Der wäre vielleicht auch noch was für uns gewesen. Ja, Tony Dragons gibt es doch wie Sand am Meer auf Scotch Earth. Ja, genau. Siehst du, das muss man doch dazu sagen. Der Tony Dragon läuft nur auf Scotch Earth rum. Das darf ich nicht vergessen. So, und er hat doch schon das erste Mal gefressen. Wir haben eine Zähmungsrate pro Happenkill von 27,8%, eine Effektivität von 100% und kriegen plus 47 Level. Damit das jetzt für euch natürlich nicht so langweilig wird, machen wir jetzt hier gleich Cut und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir fast fertig sind mit dem 10. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. Wir sind jetzt mittlerweile mit unserer Zähmung schon bei 83,5% und unser kleiner süßer Tony Dragon müsste jetzt jeden Augenblick wieder fressen. Wie gesagt, wir haben eine Effektivität von 99% und wir kriegen plus 47 Level und ich denke mal, also es war auch ein Glück, dass Anna den nicht getötet hat. Wir gucken mal, der hat nämlich nur 14 HP nur noch, ne? Also ich werde da auch gleich schon mal, ich glaube, das ist ein Fleischfresser, der Tony Drank. Ich werde da einfach mal Fleisch reinlegen gleich. Sicher ist sicher.
dass der mal ein bisschen was futtern kann. Und da ist er schon, zack. Tony Dragon. So. Perfekt. Ah, siehst du, mir fällt gerade auf, nach der Zähmung hat er immer die 100%ige Gesundheit wieder. Das ist auch ganz angenehm. Habe ich ganz vergessen. So, wir haben jetzt unseren Tony Dragon. Wir nehmen unser Kibbel wieder raus, bevor der sich daran noch satt frisst, die dicke Sau. Dann packen wir uns den Sattel drauf. Und wie ihr gerade schon gesehen habt, siehst du, ich gehe nochmal rein, da habt ihr gleich Werkbank. Mit Tony Dragon habt ihr gleich eine Werkbank. Ist schon richtig geil. So, dann setzen wir uns da mal drauf. Und dann können wir so ein bisschen rumflitzen. Wir sind natürlich jetzt ein bisschen überladen. Man könnte sagen, ich bin zu fett. Ja, es ist ein bisschen knappelig, aber es geht. So. So, und dann hat er hier auch nur so einen Schwanzschuss. Das ist auch voll geil. So. Zack, zack. Und dann haut er halt irgendwo. Der haut da Pfeile rein. Seht ihr das? Da in den Baum haut er die dann rein. Jetzt sind der Drachen. Zack, zack. Das sieht schon ganz geil aus eigentlich mit dem Ding. Und der hat eigentlich, der ist eigentlich auch ein bisschen schneller. Aber wie gesagt, ich bin ein bisschen überladen. Aber für unsere Zwecke reicht das jetzt vollkommen aus. Hier haben wir auch den China-Sattel. Den seht ihr auch ganz gut. So, und ich würde sagen, das war's dann schon. Das ist der Tony Dragon. Ich hoffe, das Video euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da, ein Kommentar. Oder wenn ihr Bock habt, sogar ein Abo. Würde mich noch mehr freuen. Wir sehen uns in den nächsten 10 Videos wieder. Ich verabschiede mich von euch. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.